Hallo lieber Wassermann, willkommen zu deiner Legung für den Monat Februar. Wir schauen uns jetzt hier gleich gemeinsam an, was die Tarotkarten dir mit auf den Weg geben möchten. Ich muss mal eben gerade gucken, okay, meine Kameraeinstellung richtig ist, aber ist sie. Genau, wir werden jetzt gleich miteinander schauen, was das Tarot dir für kommenden Monat mit auf den Weg geben möchte. Und ja, wenn du deine Energie in diesem Video nicht findest, verlasse das Video bitte. Schaue dir gerne die Videos zu deinem Mond, Venus oder Aszendenten an. Diese kommen nach und nach hier auf meinem Kanal in den nächsten Tagen. Aktiviere gerne die Glocke, so verpasst du keine Legung von mir und wirst benachrichtigt, sobald ich etwas Neues hochgeladen habe. Und wenn du eine 1:1 Legung bei mir wünschst, ist das aktuell auch wieder möglich. Hierzu darfst du auf die Infobox unterhalb meines Videos klicken. Dort findest du alle Informationen. Es ist momentan mit ein wenig Wartezeit zu rechnen, weil ich sehr viele Anfragen habe. Aber ich antworte euch, sobald es geht, zurück und bin auch sehr bemüht, all eure Legungen innerhalb kürzester Zeit an euch zu senden. Und nun starten wir. Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück und ich bitte das Tarot um klare Botschaften für meine Wassermänner für den Monat Februar. Thema, dein seelischer Zustand, die Liebe, deine Chance im Februar und die Warnung an dich. Okay. Unter dem Deck habe ich den Turm liegen. Möglicherweise ist für dich vor kurzem etwas zusammengebrochen. Oder du hattest eine schmerzhafte Erkenntnis. Wir schauen einfach mal rein. Okay, dein Thema im Februar nehme ich mit der Hohepriesterin und den zwei der Stäben so wahr, dass du ja in einer Art Scheideweg stehst, dass du eine Entscheidung zu treffen hast aufgrund einer Situation, die kürzlich vorgefallen ist. Ich glaube, dass du sehr stark auf deine innere Stimme, auf dein Bauchgefühl hörst und das ist auch gut so. Was mir hier auch ganz stark reinkommt, ist als Botschaft an dich: Sage nicht alles, was du weißt. Verrate deine Pläne nicht. Überlege gut, wem du was erzählst. Und da haben wir den Teufel. Nämlich, entweder eine Abhängigkeit, aus der du raus möchtest. Eine Abhängigkeit, eine ungesunde Situation, vielleicht zu einem anderen Menschen. Eine Abhängigkeit zu Substanzen. Dieses Ungesunde, dieser Teufel, zieht dich aber immer wieder in seinen Bann. Das ist das, was mir ganz stark reinkommt. Und dieser Teufel manipuliert dich auf die schönste Art und Weise, insofern man zu Manipulation schön sagen kann. Er weiß, wie er dich manipulieren muss und wie er dich manipulieren kann. Und unter dem Deck habe ich den Herrscher liegen, meine Lieben, und den König der Kelche. Die Möglichkeit besteht, dass du hier zwischen zwei Menschen entscheiden musst. 1:1, also 1:2, 1:2. Oder aber, dass
du hier auf einen verheirateten Mann schaust, auf deinen Mann schaust und dass es hier eine ungeklärte, ungesunde Situation gibt, dass hier möglicherweise in der Vergangenheit etwas beendet wurde, dass du eine Erkenntnis hattest, dass du vielleicht auch verstanden hast, dass du dich in einer ungesunden Situation befindest, aber momentan selber nicht herauskommst. Wir schauen mal weiter. Dein seelischer Zustand. Ja, das ist für mich so. Du möchtest schnell vorankommen, du möchtest schnell Lösungen und Entscheidungen für dich fällen und treffen. Du blockierst dich aber hier irgendwie selber. Das ist das, was ich ganz stark fühle. Möglicherweise bist du auch nicht so offen für Tipps, Ratschläge, Kommunikation von Freunden, von Menschen, die es gut mit dir meinen. Oder aber auch, du versuchst dich hier von diesem Teufel fernzuhalten und versuchst einfach den Kontakt und die Kommunikation mit diesem Teufel, was auch immer das ist, von dir fernzuhalten, weil du einfach weißt, es ist eigentlich gar nicht gut für dich. Es tut mir nicht gut, es nützt mir nichts, es bringt mich nicht weiter. Ich muss es von mir fernhalten, für mich, für mein Wohlbefinden. Aber ich glaube, die Versuchung ist immer noch da. Ja, die Versuchung ist immer noch da. Die Versuchung nach schönen Stunden, nach Leichtigkeit, nach Ausgelassenheit, nach einer Hochzeit, nach Glücksgefühlen in dieser Situation mit diesem Menschen. Und ich glaube, Monat Februar ist für dich so ein bisschen, du hast das Engelchen auf der linken Schulter sitzen und den Teufel auf der rechten Schulter. Und die beiden reden sich hier permanent ins Gewissen. Der Teufel kann wirklich alles sein und das ist für jeden unterschiedlich. Und das ist hier eine allgemeine Kartenlegung und ich werde den Teufel auch nicht vertiefen. Wenn du hier resonierst, wirst du für dich wissen, was dein persönlicher oder wer dein persönlicher Teufel ist. Und auch hier unter dem Deck habe ich schon wieder eine Zweierkarte. Du brauchst Klarheit und du brauchst eine Entscheidung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du bist noch nicht so weit oder dir fehlen Informationen, um für dich den rechten Weg oder die Klarheit zu finden. Die Liebe. Schon wieder eine Zweierkarte. Die Liebenden, sie sehen immer so wunderschön aus in jedem Tarotdeck. Sie sind auch schön, sprechen für Liebe und Partnerschaft. Sie sprechen aber auch für eine mit den beiden Menschen Dualität. Das Tarot ist sehr milde mit den Liebenden. Das ist eine sehr schöne Karte, die von Verbindung und Partnerschaft spricht. In Kombination mit den drei der Stäben von einer gemeinsamen Zukunftsplanung, dass man vielleicht sich Gedanken macht, Pläne schmiedet, wie es in Zukunft aussehen kann. Unabhängig von dem visuellen Eindruck der Karte mag ich hier sagen, dass möglicherweise auch in der Liebe hier eine Entscheidung ansteht. Gehe ich links oder rechts? Was möchte ich für meine Zukunft? Wen möchte ich für meine Zukunft? Wie möchte ich meine Zukunft? Muss ich etwas hinter mir lassen? Ich glaube, hier werden sich Gedanken gemacht darüber, ob man vielleicht eine Situation verlassen muss, um dass man sein Glück findet oder um dass man sich selber auch wieder findet, weil einfach die ganzen Bedingungen und die Pläne, die man hat, nicht zueinander passen, nicht aufeinander
abgestimmt sind. Ja, und du bist hier so ein bisschen in so einer, mit dem Ritter der Stäbe. Das ist so ein bisschen, du triffst keine Entscheidung. Du wartest, du beobachtest, du machst dir deine Gedanken, du prüfst, du wirst möglicherweise im Februar auch keine Entscheidung treffen, sondern einfach ja, für dich weiter diese Situation beobachten und dich weiter im Kopf mit einer möglichen Entscheidung, einer möglichen Vorangehensweise deiner Situation befassen. Aber ich nehme hier nicht wahr, dass du tatsächlich eine Entscheidung triffst. Und das Tarot weist hier nochmal darauf hin, dass du ja auf all das schauen darfst, was du aus dieser Verbindung gelernt hast und das immer im Hinterkopf behalten sollst. Was ist denn deine Chance im Februar? Herzschmerz, Liebeskummer, eine Situation, die dich nicht erfüllt, in etwas Positives zu verwandeln. Mir kommt ja auch ganz stark rein an den Träumen und Visionen einer erfüllenden, wirklich tiefen Partnerschaft, sollst du festhalten und deinen Herzschmerz in diese Richtung lenken. Die 6 der Kelche kann auch für einen Menschen sprechen, der den du schon sehr lange kennst, zu dem du eine sehr tiefe Verbindung hast, ein Mensch aus der Vergangenheit, ein Mensch, mit dem du eine Geschichte geschrieben hast. Dieser Mensch ist möglicherweise deine Wunscherfüllung, deine Vision, deine Vorstellung von Liebe. Und hier sagt das Tarot eindeutig, du hast die Chance, das umzuwandeln. Und ich glaube hier, du musst dich einfach nur entscheiden, mein lieber Wassermann. Okay. Die Warnung des Tarots ist für mich hier auch ganz klar. Halte nicht zu sehr an einer bestimmten Situation fest. Öffne dich auch für Neues, für anderes. Oder aber, wenn du dich auf eine bestimmte Situation einlässt, wirst du daran festhalten und kommst aus einem gewissen Kreislauf nicht mehr raus. Das ist das, was mir hier auch sehr stark reinkommt. Genau, und das bringt dich hier halt in innere Konflikte und am Ende wird es scheitern. Ich habe hier eher so das Gefühl, dass du noch investierst in eine Situation, die dir vielleicht überhaupt nicht gut tut. Du hältst an etwas feste, was dir nicht gut tut und investierst Energie und Zeit und Liebe in diese Situation. Und im Endeffekt bringt es dir Konflikte im Außen und im Inneren. Und als Endresultat haben wir hier die 10 der Schwerter, welche das Ende auch dieser Situation voraussagen. Es wird hier für jeden eine andere Geschichte sein und ich deute sehr allgemein. Du wirst dich hier bestimmt wiederfinden, wenn du in Resonanz gegangen bist und wirst deine eigene Geschichte hier wiedergefunden haben. Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Kartenlegung ein wenig Input mit in den Februar geben. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Like. Das ist dein Dankeschön an mich. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für dein Vertrauen und für deine Zeit und freue mich sehr darüber, wenn du wieder einschaltest. Alles Liebe!